Playoff Game 3, heute gesichert durch die Hamburg Towers. Und ich habe unseren Topscorer heute hier. 84 zu 74, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Malik. Du hast es heute regnen lassen. Direkt Beginn an. Du hast 21 Punkte gemacht. Was sagst du zum Spiel heute? War ein sehr wichtiges Spiel. Ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben großartig als Team gespielt. Wir hatten eine kleine Down-Phase, wo wir als Mannschaft ein bisschen zu viel wollten, glaube ich, und individuell ein bisschen zu viel wollten. Und die haben die verworfenen Würfel dann schön umgewandelt vorne und sind dann wieder rangekommen mit 5. Aber es ist Playoff-Basketball und am Ende des Tages haben wir heute, glaube ich, unser Herz aufs Parkett geworfen so und haben gezeigt, dass wir verdient haben, hier zu sein. Wie sehr wolltest du denn heute auch unbedingt auf dem Spielfeld stehen, nachdem du ja recht früh im letzten Spiel leider das Spielfeld verlassen musstest? Muss ich ganz ehrlich sein, ich war das ganze Spiel so am sehr schwer atmen, ich weiß nicht warum, aber heute habe ich mich eigentlich relativ kaputt gefühlt. Von daher habe ich gehofft, dass wir den Vorsprung so lange halten wie geht, dass ich ein bisschen Pause bekomme, aber sobald ich auf dem Feld war, war bei mir so, ey, so ich bin ready, ich bin da so, und ich glaube, das hat man gesehen. Bisschen Revenge-Time auch vielleicht. Was hat denn heute besonders gut noch geklappt im Vergleich zu Dienstag jetzt? Ich glaube, defensiv waren wir einfach viel physischer da. Wir waren down auf dem Boden. Jeder hat versucht, so nach so einem 50-50-Ball zu gehen und den für sich zu gewinnen. Ich glaube, die Physis war heute wirklich einer der großen Punkte, die wir am Dienstag nicht aufbringen konnten, leider. Oder nicht in dem Maße durften. Von daher, ich glaube, das hat dann den Unterschied gemacht. Und Regeneration heute Abend, wie sieht das aus? Geht es morgen direkt weiter mit dem Training oder Playoff-Time? Am Montag gleich das nächste Spiel? Ich werde jetzt viel Wasser trinken gehen und wieder meine Speicher auffüllen. Und dann morgen haben wir unseren Regenerationstag, wo wir extra Recovery-Programm haben. Und dann nehme ich an, werden wir wahrscheinlich das Spiel uns kurz anschauen, vielleicht noch ein paar Sachen durchlaufen und dann nach Hause gehen. Viel schlafen, viel ausruhen. Samstag, Sonntag das gleiche Programm, nur dass wir da wahrscheinlich auch noch mal langsam die Sachen durchlaufen und dann Montag spielen. Alles klar, dann Prost Wasser, Malik. Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch für deine Leistung und wir sehen uns am Montag in Rostock. So, jetzt haben wir noch einen Top-Performer bei uns, Bo Beach. Congratulations on that win. That was an important win for you guys. How does it feel? Feels great. Everybody came out ready to play in the first quarter, you know, came out to a big lead. Credit to Rostock, they're a good team, they came back. But down the stretch, you know, we made some plays, got some stops, and, you know, come out with a win is huge. 2-1 in the series and one more win to go. So what do you think about your own performance? You scored 15 points yourself. How proud are you on your performance? It was good. It wasn't very efficient. Took some bad shots, had some turnovers, and, you know, I got to be better than that. But Cha-Cha and those guys like Yannick, the veterans on the team, they really helped me, picked me up on the bench, and, you know, they made some big plays late, so it was really more of a team effort than anything else. Still though, 15 points, I think you can be proud of yourself, and especially on the team as well. Mm-hmm. But how are you going to celebrate the win? Because the next game isn't going to be on Monday. Mm-hmm. Are you going to celebrate? No, not too much celebration tonight. We still have a job to get done. It's only 2 wins. You need 3 to advance. So there's no celebration yet. It'll be a really good game in Rostock. Good atmosphere. They're a good team. So we got to be ready and we got to bring it. All right, perfect. Thank you very much, Bo. Enjoy the night, get some rest and we'll see you on Monday in Rostock. Sounds good. Und ich sag wieder Bam zu Game 3. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Du hast heute dein Team wieder zum Sieg geführt. Was sagst du zum Spiel heute? Wunderschön Playoff-Spiel. Beides Mannschaften hat wirklich hart gekämpft. Ich bin komplett stolz auf unsere Jungs. Der Herz, der Wille der Spieler hat gezeigt. Für mich, das ist besonders. Ich liebe das. Besonders der Anfang in der ersten Viertel. So stark, so confident. Sehr stark in Verteidigung und heiß mit den 3-Punkt-Werfen. Besonders heute für mich war, Malik Miller. Stark Leistung. Ich bin stolz auf ihn. Cha-Cha hat großen Herz, besonders in der zweiten Halbzeit. Gespielt mit und Bo auch sehr starke Leistung. So, Spaßspiel für uns, nicht leicht. Respekt für die Gegner, Rostock, die Fans und die Spieler und den Trainerstab. So, das ist Playoff Basketball und ich bin wirklich, wirklich dankbar für die Unterstützung und den Heimvorteil von unseren Fans hier in Edel Optics Arena. Was hat denn heute besonders gut geklappt, was zum Beispiel am Dienstag in Rostock noch gefehlt hat? Oh, auswärts, das war schwer. Ein paar komische Situations mit den zwei Sportsmanlike Fouls und Malik
raus von dem Spiel, 5 Minuten in der ersten Viertel. So wir haben besonders Schwierigkeit, Adversity auswärts. Wir müssen mit mehr Poise und Spiel und Control der Tempo. Aber heute wir haben unsere Verteidigung mehr physical und mit mehr Energy gespielt. Und wir haben mit ein bisschen mehr Execution offensively, die Kleinigkeiten im Spiel. Wir haben viel, we got a lot of room to improve as well. So wir werden on das fokussieren und hoffentlich ein besser Leistung auswärts im Spiel 4 Montag. Ich wollte es gerade sagen, am Montag habt ihr wieder die Chance in Rostock zu zeigen, was ihr könnt. Wir fahren alle mit und feuern euch natürlich genauso an und wünschen euch viel Erfolg. Und dann hoffen wir, dass wir die Serie nächsten Montag schon sichern und dann schon in die nächste Runde können. Ja, ich liebe Playoff-Basketball, die Intensity, die Kampf, die Wille von beiden Mannschaften und die Adjustments von Spiel zu Spiel. Es ist wirklich, wirklich Spaß. Und ich bin stolz auf unsere Jungs. Wir kämpfen und ja, wir machen Fehler und wir entwickeln zusammen. So, ich bin wirklich, wirklich stolz auf die Jungs und hoffentlich wir können bereit sein für eine Top-Leistung Montag. Sehr gut. Mehr brauchen wir nicht sagen. Wir freuen uns auf Montag und wünschen dir noch einen schönen Abend. Danke.